Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer Runde Dead by Daylight. Ich bin der Sushi und ich spiele heute die gute Rin. Und ich habe folgendes Setup mit am Start. Und zwar Ruf einer Krankenschwester, Pop Goes the Weasel, Niemand entrinnt dem Tod. Unverteufelter Boden. Außerdem hat der Entitus gesagt, Sushi, geh mal in die Unsichtbarkeit und treffe einfach mal ein paar Überlebende. Okay, da hat er mich gerade gut ausgetrickst. Außerdem habe ich das Perlenkettenarmband mit am Start, das den, die Funktion hat, dass ich quasi, wenn ich in den Spuk gehe, dass alle dieses Phasen hören. Ja, und zum anderen habe ich noch mit dabei, dass ich etwas länger phasen kann. So. Der erste hängt. Die hat Seelenruhe dabei. Hat nämlich keine Laute von sich gegeben. So, dann hängen wir dich da hinten hin. Ich glaube, da ist gerade jemand langgelaufen. Ich habe da irgendwie Atemzug gehört. Das heißt, da müsste gleich jemand abgehangen werden. Ist er wohl. Die nächste hängt. Die nächste liegt. So, dann habe ich schon mal zwei gekriegt durch den verteufelten Boden, der ist jetzt auch schon abgelaufen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit geht. Wenn du selber Survivor bist, dann dauert das dann Ewigkeiten. Auch die hat Seelenruhe mit dabei. Die hat auch nicht aufgeschrien. Wahrscheinlich nehmen sie alle Seelenruhe mit durch den neuen Doktor. Oder eher gesagt generell durch den Doktor. Das kann nämlich gut möglich sein. So, da wurde auch schon wieder abgehangen. Mal kurz hören. Okay, der Generator ist auf 0. Pop Goes the Weasel ist noch am Start. Habe ich bisher noch gar nicht genutzt. Deswegen werden wir mal hören gehen, ob wir hier irgendwas machen können. Nein. Hier oben auch nicht. Hier im Moment beschäftige ich die ganz gut, indem sie sich gegenseitig hochhalten müssen, abhängen müssen und so weiter und so fort. Da hinten läuft ein Generator. Schaffe ich aber nicht mehr rechtzeitig für Pop Goes the Weasel. Nein. Vielen Dank. Oh. Auch die hat Seelenruhe mit dabei. Oder war das die Feng von vorhin? Tatsache, das war die Feng von vorhin. So, dann hängen wir dich mal hier hin. Machen wir die Palette kaputt. Und dann gehen wir gleich mal, ich würde sagen, nach hinten schauen, oder? Oder wurde der erste Generator gemacht? Okay, oben links. Die lässt sich sterben. Okay, ich dachte, hier wäre einer drin gewesen. Okay, hinten rechts ist der erste Generator aktiviert worden. Hallo? Warum? Okay, die rennt links lang. Ich versuche hier einfach mal den Weg abzukürzen, indem ich hier lang gehe. Okay, jetzt ist hier natürlich keine Öffnung. Danke. Da hinten kommt mir ein Jake entgegen. Alle haben sie Seelenruhe dabei. Okay, dann ist es wahrscheinlich eine Gruppe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr stark gemacht. Von mir, von ihm nicht. Ja, das war, hat gut gepasst gerade. Okay, da hinten ist ein Haken. Dann gehen wir doch lieber hier hin. Dann treten wir dann da gleich gegen. Damit wir auch mal unser Pop Goes the Weasel nutzen. So, einer hat sich schon mal sterben lassen. Pop Goes the Weasel.
Weasel ist drauf. Ich würde sagen, ich werde mich hier auch nicht länger aufhalten, damit die Survivor auch retten können. Ist das nicht dein Ernst? Noch eine neue Fang? Wo ist sie? Was machst du da? Ja gut, ich wollte eigentlich gerade weggehen. Gut, da wird abgehangen. Dann bleibe ich gleich mal hier. Das haben sie stark gemacht. Warum sie nicht ihre Taschenlampe benutzt hat, weiß ich auch nicht. Okay, ich gehe in die Unsichtbarkeit und folge ihr einfach mal. Oh, da ist sie mir gerade entgegengekommen. Dann mach ich einfach mal kaputt. Okay, da war sie doch weiter weg, wie ich sie eigentlich gehört hatte. Stark gemacht. Renn einfach weiter. Links lang. So, jetzt habe ich sie aber. Seelenruhe. Alle haben Seelenruhe am Start, durch den Doktor natürlich. Da oben ist ein Generator, der ist ganz leicht an. Ja, ich würde sagen, die hänge ich auf und dann gehe ich mal zum Generator. Nutze meinen Phasen, damit die anderen alle ein bisschen, ja, quasi Panik haben. Ich glaube, der andere war etwas weiter da draußen, ne? Aber egal. Dann hau ich halt beide. So. Ja, bisher läuft die Runde ganz gut. Einer ist schon tot, hat sich leider sterben lassen. Hinten im Kratzbrunnen. Nein, die sind dann noch da gegangen. Der ist aus. Der hinten ist auch aus. Nee, der ist auch aus. Die sind bestimmt da hinten rechts in die Ecke. Okay, dann probier es einfach mal zu phasen. Hier ist leider keine Öffnung für dich, mein Freund. Palette ist hier auch nicht. Da war ich etwas weiter weg, aber ich sollte ihn kriegen. Hoppala! Da bin ich gerade abgerutscht mit meinem Finger. So, habe ich dich doch noch gekriegt. Gucken, ob einer kommt. Da kam sogar jemand. Wollte die Palette ziehen, aber da habe ich etwas schneller reagiert. So, dich hänge ich hier hinten hin. Du bist dann auch tot. Dann schauen wir mal hinten die beiden Generatoren, ob da wieder dran gewerkelt wurde. Okay, der ist noch zurückgegangen. Dann gehen wir mal nach oben. Und dann nochmal nach hinten links in die Ecke. Hallo? Hallo? So, habe ich dich doch noch erwischt. Okay, probieren wir es mal. Die rennt weiter.
Hat sie sehr schlau gemacht. Aber hier ist natürlich kein Ausgang. Hoppala. Nein. Okay. Die fällt darauf nicht rein. Sie rennt weiter. Jetzt habe ich sie. Das hat mir sehr viel Zeit gekostet, aber okay, ich habe auch schon zwei tot. Ich denke mal, das sollte in Ordnung gehen, dass ich da ein bisschen mehr Zeit für benötigt habe. Der Haken ist kaputt. Kommt sie hier vorne ran? Dann mache ich die Palette kaputt. Oder ist sie sogar schon tot? Sie ist sogar schon tot. Okay, Kampf um die Luke. So, die haben hinten links einen Generator gemacht und hier vorne rechts einen Generator. Also könnte die Luke eventuell auf der Straße spawnen. Wenn sie jetzt die Luke findet, dann ist es okay. Es ist in Ordnung. Okay, Straße ist die Luke nicht. Aber hier im Haus ist sie. Jetzt greift natürlich Nöd rein. Da ist er sogar gleich. Darf ich noch eine Palette kaputt machen? Danke. Es gibt noch mal extra Punkte. Oder hat sie Schlüssel? Die rennt da hinten lang. Da waren gerade die Krähen. Ah, da hinten ist sie. Kürzen wir hier durch das Haus ab. Kommt mir leider auch nicht in die Arme gesprungen. So, Liebe, was machen wir jetzt? Okay, dann machen wir es so. Und damit habe ich auch den vierten im Bunde. Und da ist auch direkt ein Haken. So. Und da ist er auch drauf. Den zum ersten Mal. Aber das ist natürlich... Nee, zum zweiten, oder? Wäre natürlich ärgerlich und bitter zugleich. Aber den zum zweiten Mal, stimmt. Ja, damit habe ich alle vier gekillt. Ich denke, das war auch eine fair gespielte Runde. So, hier sind auch keine Paletten mehr. Zwei Generatoren wurden gemacht. Alle vier sind geschnappt. Natürlich ärgerlich, dass die erste etwas früher aufgegeben hat. Damit habe ich auch alles geschafft. Blub. Eklig habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. So, das sind die Punkte. Dreimal schillernd, einmal Gold. Double Pip, okay. Und hat mir ja auch nicht mehr so viel gefehlt, ne? Ja, Punkte recht ausgeglichen. Das ist... Okay, das ist die Punktetabelle. Das sind die anderen Survivor. Rang 2, 2, 3 und 4. Ja, Seelenruhe haben sie alle am Start gehabt. Okay, alles klar. Außer die. Ja, war doch eigentlich eine ganz entspannte Runde. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann würde ich mich über Feedback in Form von Daumen hoch oder auch von Kommentare freuen. Natürlich dürft ihr auch die Videos gerne teilen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.